Gottfried August Bürger, Dichter, 1768 bis 1771, Rote Straße 28. Gottfried August Bürger. Gottfried August Bürger, geboren am 31. Dezember 1747 in Molmerswende, gestorben am 8. Juni 1794 in Göttingen, war ein deutscher Dichter in der Zeit der Aufklärung, der dem Sturm und Drang zugerechnet wird. Bekannt geworden sind vor allem seine Balladen sowie die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Leben. Bürger war der Sohn eines Landfahrers. Sein Vater war an seiner Ausbildung nicht sonderlich interessiert, so dass er es der Initiative des Großvaters mütterlicherseits verdankte, dass ihm der Weg zur höheren Bildung eröffnet wurde. Ab 1760 ging er auf die Stadtschule von Aschersleben, wo er jedoch wegen einer Schlägerei der Schule verwiesen wurde. Das Pädagogium in Halle nahm ihn als Schüler auf. Dort freundete er sich mit dem Lyriker von Göcking an. 1764 begann er auf Druck seines Großvaters ein Studium der Theologie an der dortigen Universität. Erst 1768 wurde ihm erlaubt, an die Universität Göttingen zu gehen, um dort Rechtswissenschaft zu studieren. Zu seinen Freunden in Göttingen zählte Heinrich Christian Boyer, der ihm 1772 die Stelle eines Amtmanns in Altengleichen mit Sitz in Gellihausen verschaffte. Er arbeitete 1772 bis 1784 im Amtshaus in Gellihausen und wohnte ab 1772 in Gellihausen und 1774 bis 1784 in Wölmershausen. Boyer brachte ihn auch mit dem Göttinger Hainbund in Kontakt, den Johann Heinrich Voss, Ludwig Christoph Heinrich Hölty und Graf Stolberg im selben Jahr gründeten. Eine besonders enge Studienfreundschaft verband ihn mit dem nach 1777 in Berlin wirkenden Aufklärer und Publizisten Johann Erich Biester, 1749 bis 1816. Mit ihm trieb er in Göttingen Shakespeare-Studien. Bürger widmete Biester seine Übersetzung des Macbeth. Mit dem Amtsantritt war der Konflikt mit dem Großvater beigelegt. Im Herbst 1774 heiratete Bürger eine Tochter des Justizamtmanns Leonard zu Nideck und lebte mit ihr in Wölmershausen, einem Dorf seines Gerichtssprengels. Seine Ehe war nicht glücklich. Er verliebte sich in Auguste, die jüngere Schwester seiner Frau, die er in Gedichten als Molly besang. Das Verhältnis zu Auguste, die nach dem Tod von Bürgers Schwiegervater 1777 einige Zeit im Haus der Eheleute lebte, war Anlass zu innerer Verzweiflung. Dazu kamen mancherlei durch geringe Einkünfte, häufige Krankheitsfälle und eine 1780 übernommene Pachtung zu Appenrode verursachte häusliche Sorgen. Von seinen Vorgesetzten obendrein wegen nachlässiger Geschäftsführung angeklagt, wurde Bürger in den angeordneten Untersuchungen zwar freigesprochen, doch entschloss er sich, sein Amt freiwillig niederzulegen. Nach dem Tod seiner Frau 1784 siedelte er nach Göttingen über, um sich durch Privatvorlesungen über Ästhetik, deutschen Stil und ähnliche Themen eine neue Existenz aufzubauen. Im Juni 1785 heiratete er endlich seine geliebte Molly. Ihr früher Tod am 9. Januar 1786 stürzte ihn von neuem in eine tiefe Krise und raubte ihm für lange Zeit die Lust an der dichterischen Arbeit. Das Liebesverhältnis wurde im 19. Jahrhundert sogar Stoff für ein Drama. Salomon Hermann Mosenthals Bürger und Molly oder ein deutsches Dichterleben. Schauspiel in 5 Aufzügen. Freiberg 1851. 1775 wurde Bürger in die Freimaurerloge zum Goldenen Zirkel in Göttingen aufgenommen. Von 1777 bis zu seinem Tode war er Redner der Loge. Die Universität erteilte ihm bei ihrem 50-jährigen Jubiläum die philosophische Doktorwürde und ernannte ihn im November 1789 zum außerordentlichen Professor, jedoch ohne Gehalt. Der Wunsch nach einem geordneten Hausstand veranlasste Bürger zu einer dritten Heirat, der unglücklichsten von allen. Man hatte ihm ein eigentlich scherzhaft gemeintes, ein Eheansinnen enthaltendes Gedicht zugeschickt. Er antwortete mit einem förmlichen Antrag und war, bevor ihn die höfliche Ablehnung noch erreichte, bereits bei der Verfasserin in Stuttgart eingetroffen.
Am 29. September 1790 verband er sich mit Elise Hahn und am 1. August 1791 wurde ein Sohn geboren, Agathon, ein kränkliches und anscheinend auch geistig behindertes Kind. Bald schon war klar, dass die Ehe scheitern würde. Ursache war Untreue und Liederlichkeit, die Bürger Elise vorwarf. Sie hätte stets bis in die Nacht gefeiert, dadurch sei frühzeitig ihre Milch versiegt und dadurch die Behinderung des Sohnes entstanden. Weiter ertappte er sie in Flagranti mit einem Philosophiestudenten, fand bei ihr kompromittierende Briefe eines Grafen Friedrich August von Hardenberg, belauerte sie und beobachtete sie durch in die Wand gebohrte Löcher beim Techtelmechtel. Schließlich begnügte er sich nicht damit, dass dergleichen Geschichten von Dienstboten in Göttingen ohnehin gestreut wurden, sondern sandte eine selten peinliche Klageschrift an die Mutter von Elise, in der er die Resultate seiner Wandlorbeobachtungen im Detail schilderte. Am 31. März 1792 wurde die Elise vom Universitätsgericht schuldig geschieden, wodurch sie auch ihre Mitgift von 1177 Talern verlor. Die heftige Kritik Schillers, die am 15. und 17. Januar 1791 anonym in der Allgemeinen Literaturzeitung erschien, schwächte weiter sein Selbstbewusstsein. Um Geld zu verdienen, lieferte er Übersetzungen für auswärtige Buchhändler. Dazu kam eine Erkrankung an Schwindsucht. Erst als Bürger dadurch die Stimme verloren hatte, keine Vorlesungen mehr halten konnte und so auch keine Kollegiengelder mehr erhielt, bewilligte ihm das Universitätskuratorium statt des erbetenen Gehalts eine einmalige Unterstützung von 50 Talern. Bürger starb am 8. Juni 1794 und wurde auf dem Bartholomäusfriedhof beigesetzt. Er hinterließ zwei Töchter und zwei Söhne. Werke. Bürger ist heute hauptsächlich wegen seiner Feldzüge und Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen 1786-1789 in Erinnerung. Diese gehören in die Tradition der Lügengeschichten, die weit ins klassische Altertum und in die Erzähltradition des Judentums zurückgeht. Die Lügenerzählungen des historischen Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen wurden von einem anonymen Autor niedergeschrieben und 1781 veröffentlicht. In Form einer englischen Übersetzung, die Rudolf Erich Rasper angefertigt hatte, gelangten sie zu Bürger, der sie zurück ins Deutsche übersetzte und frei bearbeitete. Er übernahm dabei Raspes Erweiterungen und dessen Aufteilung in Land- und Seeabenteuer. Obwohl zahlreiche Bearbeitungen des Stoffes folgten, bleibt Bürgers Version, die drei Jahre später noch in einer erweiterten Ausgabe erschien, wohl bis heute die bekannteste. Sie wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach illustriert, unter anderem von Daniel Kodowicki und Johann Christian Ruhl. Nachwirkung in Göttingen. In Göttingen wurde eine vielbefahrene Ringstraße, die Bürgerstraße, nach ihm benannt. Dort befindet sich auch eine Büste Bürgers. Ansonsten hat er die deutsche Sprache um drei Worte bereichert, nämlich querfeldein, sattelfest und Lausejunge.